Biker ist gefährlich. Also wenn er einen Bürotisch setzt und seine 3 Meter lange Beine und dafür schaut, und nicht schaust, dann legst du am Boden. Das ist wirklich das Problem, wenn du gegenüber von Mike hackst. Und er seine... Du hast das Gefühl, was füßelt er jetzt? 5 Meter Beine und nur... Ja, also er ist schon überloyal. Also wenn wir jetzt mit dem Mike so ein klästern irgendwie über irgendeinen Hut, das kannst du eh nicht. Mit dem nicht. Nein. Oder zum Beispiel könnte jetzt Mitarbeiterin A ein Haus in Brand setzen. Dann würde er... würdest du mit ihm darüber reden, die spinnt, oder warum setzt die ein Haus in Brand? Und er würde sagen, ja, aber weißt du... Ist ja schon eine Nette und die hat vielleicht einfach ein kalt gehabt und darum hat sie... Nein, das stimmt. Ja. Es gibt nie ein böses Wort von Mike. Er ist nie irgendwie... Ja, das ist sehr mühsam. Weil... Es kann nicht alles gut sein auf dieser Welt. Nein, irgendwie nicht. Es geht gar nicht. Aber er ist so, er ist einfach zu gut. Er ist zu gut für die Welt. Gut, vielleicht doch noch ein böses Wort an dieser Stelle. Also, man macht sich nicht lustig über körperliche Eigenheiten von einem Menschen. Meine Beine gehen bis am Boden ab und so ist gut. Etwas vom Schlimmsten bei Mike finde ich, und das mache ich ab und zu. Wenn ich mit ihm gehe, zum Mittagessen, er wird nie fertig. Nein, wirklich. Er isst irgendwie stundenlang und ich muss schon lange wieder rauf. Fährt er morgen früher an? Also schreibt er das auf? Weißt du, die Arbeitszeit, die er braucht für das Essen? Ja, er braucht wahrscheinlich etwa 1,5 Stunden. Ja. Und er kaut jeden Biss irgendwie 5-mal. Das ist sehr mühsam. Ich meine, ich bin nicht für schnelle Essen. Und langsam essen ist eigentlich gesund, aber das, was er macht, ist sicher nicht mehr gesund. Ja, slow food, sagt man dem. Das ist sehr gut für die Befindlichkeit und darum geht es mir auch so gut. Grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Menschen, die irgendwie einen gewissen Intelligenzfaktor haben. Nein, das kann auch nicht schaden. Merci. Hey, also, nein, aber bei Mike ist es sicher, ja, ist es sicher nicht gut. Weil das Problem ist bei ihm, er weiß auf jedes Thema, auf jedes irgendwie, auf jede Frage weiß er die richtige Antwort. Okay, kann man sagen. Aber weiß das wirklich? Wo kommt das? Er liest wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes als irgendwelche Duden oder Lexiken und tut sich Mehrzahl von Lexikon. Ja, Lexikon, er ist wichtig. Ja, er weiß. Sorry, ja. Ja, du weißt es auch. Ja, natürlich. Ja, vergiss aber es. Das weiß man. Nein, okay, aber er weiß auch viel über Knack und Nuss. Er moderiert ja immer Knack und Nuss. Die Sendung, wo das ist ganz schwierig. Bei Knack und Nuss, wenn er Knack und Nuss Vorbereitung hat und du bist im gleichen Büro, der den Kopfhörer ansetzt, dass im Computer schaut, irgendein Film oder das Tönt und so, schneidet etwas raus. Und dann ist es ruhig. Und auf das Mal macht es. Jawohl. Oder. Ich weiß nicht. Und all die Geräusche, die er vor der Reaktion. Siehst du, Michael? Er fordert zu. Du bist 100 Mal abgelenkt. Ja, also ich weiß halt viel. Ja. Und es ist für mich nicht immer einfach, mit Leuten wie euch, die halt weniger wissen, zu Schlag zu kommen. Aber ich gebe mir echt Mühe. SRF 1